Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem wunderschönen neuen Morgen in Valheim mit dem Seras. Servus. Und wir haben Großes vor. Es ist ja so, unser hiesiges Dörfchen werden wir jetzt erstmal nicht mehr weiterbauen, sondern auf unserem Server quasi neu beginnen mit dem Bauen. Aber wir machen ja hier nochmal ganz normal weiter mit den Bossen und so. Und das ist auch eigentlich Ziel für heute. Wir sind jetzt gleich on the way nach hier oben. Also es ist ein ganzes Stück, so weit sind wir noch nie gesegelt. Nicht mal an. Das ist mehr als die gesamte Länge von dem Gebiet, was wir bis jetzt abgedeckt haben. Ah, nee, nicht ganz. Also ich war ja schon hier. Ah, stimmt, ja. Ja, wir mussten mich mal lotsen, wie wir fahren. Ich habe das nämlich noch nicht gesehen. Ja, einfach jetzt links. Ja, keine Ahnung, was da hinten kommt. Also ich weiß nicht, ob hier irgendwo eine Insel ist, wo wir drum rum müssen. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall erstmal nach hier. Okay, wir segeln. Wir rudern erstmal. Ja, wieso denn? Die Wellen drücken uns gerade volle Kanne dagegen. Okay. Naja. Also, wenn wir mal kurz durchs Inventar durchgehen. Leute, wir haben ein bisschen geupgradet. Also den Helm. Silberhelm und so. Den hatte Lukas schon. Er mag ihn aber nicht. Dann habe ich einen neuen Draugr Reißzahn. Halt verbesserter Bogen, weil wir halt vor allem... Also ich habe übrigens noch keine Pfeile von dir bekommen. Ja, die schmeiße ich jetzt aber nicht auf dem Schiff zu. Ja, nee, ich wollte nur vermeiden, dass die jetzt irgendwo in der Kiste liegen oder so. Nee, ich habe alles dabei. Gut. Verbesserter Bogen, weil wir halt gegen ein Luftziel in Anführungszeichen kämpfen müssen. Dann das Schwert verbessern hat leider nicht mehr gelangt, dafür hatten wir kein Geld mehr. Dann Schild einmal verbessert. Ich habe einen Wolfszahnspeer gemacht, einmal verbessert. Und die Rüstung habe ich zweimal verbessert und die Hose einmal. Weil ich dieses Vieh, wir kämpfen ja gegen die Drachenmutter, wahrscheinlich tanken werde. Ja, dafür wie gesagt, also ziemlicher Segeltörn heute. Aber wie viel Rüstungswert kommst du? Aber der Boss soll heute noch gelegt werden. 67. Ja, sind wir eigentlich so gut wie gleich. Da geht noch mehr. Du hast ein Silberschild, du musst einfach nur parieren, dann ist alles gut. Easy. Ja, geh mal drauf auf dein Schild. Wie viel kannst du blocken? Also, blocken kann ich 80. Die gelbe Zahl ist das, was du mit Skill blocken kannst. 83. Parierstärke. Also 83 Damage einfach mal ignoriert quasi. Parierstärke 45, Parierbonus mal 1,5, also. Er ist damit gemeint mit 50% Crit oder was? Keine. Parierbonus. Ja doch, wahrscheinlich. Müsste irgendwie 50% ein kritischer Schaden sein oder so. Ah, guck mal, da ist unsere Hütte von damals von unserem Zinnausflug. Ja, stimmt. Achtung, du fährst gerade auf einen Stein auf. Ja, ich sehe durch das Segel nichts. Ach so, stimmt. Da sind zwei Steine. Ja, der Mann da vorne müsste mal gucken. Na gut, die habe ich jetzt auch nicht gesehen tatsächlich. Wie geht's unserem Schiff? Guck mal mit dem Hammer. Ich gar nicht im Inventar, ey. Ach, locker. Vielleicht ein Siebtel verloren oder so. Okay. Du kannst, glaube ich, aber auch ohne Werkbank hier reparieren, oder? Nee. Ah, okay. So, schon mal vorsichtshalber die Harpune mal in die Hand nehmen. Am Tag spawnen die ziemlich selten, aber wenn sie spawnen, sind die du super. Fährst ja. Ja, ich weiß. Dann sind die super. Ja, die spawnen nicht. Also die kann man sich als Haustiere halten. Nur die nachts spawnen, die spawnen wieder. Hm, okay. Das ist komische Mechanik. Willst du... Da, der Grauzwerg da will mit. Will Proviant haben. Hallo. Kommst du rein? Ja gut, dann ziehen wir den mal hinter uns her, ne? Ja. Das war lustig, früher konntest du ja Bosse hinter dir herziehen.
Ja, das haben sie ja gepatcht vor ein paar Wochen. Ja, da haben sie auch viele Bone Mask quasi mit in die Ebene genommen. Nicht in die Ebene, in hier das Grasland ganz am Anfang. Warum? Da kannst du halt echt am besten kämpfen. Ach so. So, aber müssen wir jetzt hier durch oder geradeaus weiter? Ja, das ist halt die Frage, ne? Also, ich hätte halt gesagt, wir fahren jetzt hier durch. Okay. Aber ich weiß halt nicht, wie es da hinten weitergeht. Weiß wohl keiner von uns. Wollen wir den jetzt wirklich mitschleifen? Hängt der noch dran? Ja, ja, der ist unter uns. Der Arme, ey. Das ist Sea Serpent Food. Kiel holen, schön. Das ist so eine grausame Foltermethode, da hinten. Oh komm, lass den frei, das ist ja grausig. Blub. Guckt uns hinterher. Ey, der schwimmt uns sogar immer noch hinterher. Schön. Der schöne Giftpfeil. Alter. Ich komm nicht vorne dran, ich kann mich nicht vorne festhalten. Ich sehe einen Scheißdreck, ne? Ich sehe auch nicht so viel, deswegen habe ich mich jetzt mal hingesetzt, dass ich unten drunter durchlunsen kann. Aber es ist noch Tag, oder? Ja. Also hier einfach schön weiter. Mir macht das Bootfahren hier in dem Spiel ja richtig Spaß. Ja gut, ist halt angenehm. Ja, vor allen Dingen ist das mal Bootfahren, also klar, das Teil beschleunigt teilweise viel zu schnell, aber es hat wenigstens mal eine richtige Wellenphysik. Ja. Also man kann das Ding auch auf die Seite legen oder gar kentern, wenn man es falsch fährt. Ey, das ist krass, ich kann nicht da vorne hinspringen, weil wir zu schnell sind, das geht nicht. Aber, du hast doch dieselbe Geschwindigkeit am Anfang. Tja. Scheint wohl physikalisch doch nicht so korrekt zu sein. Was sagen wir eigentlich? Na okay, ich wollte gerade sagen, was haben wir rechts eigentlich für ein Biom? Keine Ahnung, man sieht halt nichts. Bäume, normale glaube ich. Da sieht es aus, als würde da eine Pyramide stehen, aber ich vermute einfach mal, das ist ein Berg. Ja. Also ein Ägypter-Biom gibt es noch nicht. Ich weiß nicht. Ich bin immer gespannt, was noch alles kommen soll. Also ich weiß nur von 3 Biomen. Aber es sollen definitiv noch mehr kommen. So. Na gut, wir machen schon ganz gut Strecke, aber ist halt trotzdem noch sauweit. Ist die Frage, wenn wir jetzt eine Seeschlange sehen, wollen wir sie bekämpfen oder weiterziehen? Ja gut, was wäre denn die Belohnung? So ziemlich das beste Buff-Food, was du im Spiel kriegen kannst. Ja gut. Außerdem verliert die ihre Schuppen, aus der man ein ziemlich hübsches Schild machen kann, was halt leider ein Turmschild ist, also nicht gut ist. Natürlich würde ich die dann kämpfen wollen. Hatten wir ja auch noch nicht. Ich habe ja noch nicht mal eine gesehen bisher. Ja doch, ich, aber du nicht. Habe ich ja gesagt, ich habe bisher noch keine gesehen. Jetzt hatten die Augen aufgemacht. Ich glaube, wir sind... hier kommt, glaube ich... Du kannst dich mal versuchen, ein bisschen weiter rechts zu halten, mal so in die Richtung. Ich fahre immer nur direkt auf deinen Marker zu, also... Ja, ich bin mal... Du bist der Navigator. Ich gucke... Ich versuche gerade anhand der Färbung auf der Map zu sehen, wie weit wir im Wasser sind und wie weit Land noch neben uns ist. Man sieht es leider sehr schlecht. Es ist so krass, wie oft es hier regnet. Wir sind auf jeden Fall noch im Ozean. No shit, Sherlock. So viel kann ich schon mal sagen. Okay, jetzt sieht es interessant aus. Sieht hübsch aus.
Das sieht jetzt echt schick aus. Lass mal gucken, ob du ein Thumbnail hinkriegst. Ich versuche mich gerade am Mast festzuhalten, aber das wollte gerade nicht. Weißt du, das Problem, ja. Das Problem ist tatsächlich, unser Boot ist einfach auch viel zu groß. Hey, warum kann ich mich denn nicht... Hier kann ich mich am Mast festhalten. Alter! Spiel! Was habe ich denn jetzt gerade gedrückt? Ah, falsche F-Taste einfach. Ja, das Boot passt nicht aufs Bild. Naja. Da musst du leider die Konsole für benutzen. Da kannst du eine Freecam machen. Okay. Naja. Ist das da vor uns ein Leviathan oder eine Insel? Wo? Direkt voraus. Ach, da rechts. Keine Ahnung. Also hier ist die Drachenmodell in die Richtung. Genau in die Richtung. Naja, das ist eine normale Insel. So Inseln finde ich ja sau cool. Da würde ich voll gerne mal eine Seabase drauf bauen. Halt ein bisschen hoch, dass die Wellen nicht drüber kommen. Mhm. Und da links ist Sumpf. Also wenn es so ans was momentan definitiv nicht mangelt, ist es Eisen. Naja. Da haben wir noch super viel auch Unverarbeitetes. Ja. Man kann es schlecht erkennen. Okay, ne, da ist aber alles Küste. Ich vermute immer noch geradeaus, weil das ist tatsächlich immer noch der beste Möglichkeit, die wir gerade haben. Ich würde mir fast wünschen, dass die Inseln ein bisschen weiter auseinander wären. Weil du kriegst irgendwie nicht so das Feeling, dass du auf dem offenen Meer bist. Nee. Aber vielleicht kommt das ja mal im dritten Update, DLC, wie auch immer. Ja. Was auf jeden Fall noch kommt, worauf ich sehr mich freue, upgradebare Boote. Mhm. Also es gab es gibt in den Files, kannst du ein Boot beschwören, was halt eine Plane hat als Dach quasi. Okay. Oder auch extra Kisten als Storage. Warte mal kurz. Kommt man da durch? Ich glaube, du musst ein Stück nach links. Raus, genau. Nee, da kommt man nicht durch. Oh, bitte lass die nicht so groß sein jetzt. Kein Bock mehr. Ah, vor uns direkt links ist auch so eine Sandbank oder sowas. Bisschen weiter nach rechts. Ich hoffe, da kommt man jetzt durch. Sind das Wellen oder? Ja, doch, das sind Wellen. Also bei dem Sonnenschein könnte gerne mal eine Seeschlange kommen. Da würde ich mich, glaube ich, auch überhaupt nicht gruseln. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht erleben. Ich fahre mir trotzdem aber mal was zu essen rein, vorsichtshalber. Ja, mache ich auch. Der Wind nervt mich gerade so ein bisschen. Der drückt so von der Seite. Ich setz mich mal lieber. Platz. Bisschen weiter rechts vielleicht. Also wenn ich dagegen fahre, dann bin ich echt blind. Rechts sehen wir eine Trollhöhle. Wow. Oh. Jetzt ist sie gerade despawned. Ich sehe keine. Von uns aus gesehen direkt über diesem Stein, der da am Wasser steht, eigentlich. Die Renderdistanz von manchen Sachen ist echt nicht groß. Nee. Die Insel da links vor uns ist für mich zum Beispiel auch voll blockig. Ja. Ist noch nicht gesmoothed. Na gut, vielleicht sieht die auch einfach gerade nur so komisch aus. Vom Schattenwurf her. Gespannt, ob jetzt da vorne rechts gleich Bäume kommen. Scheiße, die ist wirklich groß, die Insel.
Ich schätze aber, dass wir da vorne durchkommen. Ich finde das ziemlich cool, dass da links von uns ist eine Ebene. Was ist das hier links? Ja, da könnte man voll die geile Farm drauf machen. Da spawnt halt einfach nichts an Gegnern, wenn du das ganze Ding bebaust. Weil du musst ja Flachs und das Zeug, was du dann kriegst, kannst du nur in der Ebene bauen. Was siehst du da? Na, ich will nur da mal einen Marker hinsetzen. Ebenen-Farm-Spot. Vorsichtshalber mal, vielleicht brauchen wir es irgendwann noch. Ja. Hier rechts sieht aber auch schick aus. Also ja, schön glatt. Stimmt. Aber ich habe halt echt nicht so das Gefühl, dass wir da großartig weiterkommen wird. Ja, wobei ich hinter dem Berg vielleicht. Ich schätze auch, dass es da nach rechts wieder geht. Links könnten wir den Uralten jetzt besiegen. Wer wohnt da? Okay. Aber den haben wir ja schon. Brauchen wir nicht mehr. Den fand ich bisher am nervigsten. Ja. Du hast die Wahlheim-Folge, die heute oder gestern rausgekommen ist, übrigens falsch benannt, ne? Wieso? Du hast ja Knochenwanst Boss Nummer 2 genannt. Ja, ich weiß. Hat da auch einer geschrieben, das muss ich noch umändern. Hast du den guten alten Hirsch schon vergessen? Gut, der war aber auch echt nicht schwierig. Nee, das war kein Boss für mich. So, also wir müssen da oben müssen wir hin. Also genau rechts von uns. Ja, dann machen wir es auch wie richtige Wikinger. Dann gehen wir hier jetzt an Land, steigen aus, nehmen unser Boot und laufen über die Insel. Ich glaube nicht. Also wer das Boot hier zu zweit trägt, das möchte ich sehen. Schwierig. Wie viel wird das wiegen? 5 Tonnen. Boah, also das kann ich echt schwer einschätzen. Holz ist halt auch nicht ohne, vor allen Dingen nicht, wenn es behandelt ist. Hm. So, ich bin jetzt nicht mehr ausgeruht. Ich hab's noch eine Minute. Ja gut, das können wir ja, das Problem können wir ja lösen. Wir können ja an Land gehen, Portal bauen. Ja. Oh, Bitte. Was siehst du das rechts? Ja. Warte mal, Ebenendorf nenne ich den. Ja, da steht auch Flachs hinter der Hütte. Dorf. Ja, ich sehe. Also ich meinte, man könnte hinrennen und das Flachs mitnehmen. Dann dabei draufgehen, nee, danke. Erstmal nicht. Du musst jetzt auch bitte ein Auge aufhaben, ob hier Deskitos kommen. Die fliegen auch raus aufs Meer. Also wenn wir um eine Ebene rumschippern, ist das eine Gefahr. Ja, da ist schon einer. 2. Hinter uns. Okay. Ich glaube, wir haben noch keine Aggro, also... Wahrscheinlich dann jetzt, ne? Oh, cool. Das ist ein fooling Turm. Boah, ich frag mich gerade... Lol, die Loks gerade. Ich frag mich gerade, ob wir hier in eine Bucht reinfahren oder zwischen zwei Inseln durch. Bin ich sicher. Also wie gesagt, wir müssen jetzt dahin, ne? Wow! Wow! Die ist auf einmal einfach da gewesen. Nicht gesehen. Dachte ich auch gerade. Wie geht's unserem Boot? Oh, ja, Viertel ist weg. Okay. Links, weiter links, weiter links, ja. Ich schätze mal, das ist dann schon die Insel. Ja. Yeah. Alter, wie viel Ebene ist denn hier noch, bitte? Wir haben jetzt gerade voll Gegenwind, ne? Bro, ro, ro. Aber das ist ja alles Ebene. Also da kommt dann Sumpf schon wieder, aber... Oh Gott, wird das gerade dunkel. Ja, gut, das war... Hat du mal eine Fackel dabei?
Das ist halt, weil wir gerade beim Sumpf sind. Nee, wir sind in der Ebene immer noch. Ja, aber da vorne ist der Sumpf, da sind ja die Wolken her. Oh, die Kombination Ebenenbiom plus Sumpf mochte mein PC gerade gar nicht. Der hat gerade kurz richtig hochgedreht. Echt? Ja. Versteh das nicht, also dein PC ist voller Müll. Meiner ist ja viel schwächer, meine interessiert es überhaupt nicht. Ah. Gut, deiner hat halt nicht diese nervige Wärmetasche. Ja. Also ich werde mir definitiv, sobald ich wieder in Läden gehen kann, mir ein Gehäuse aussuchen. Wir haben ja eigentlich einen relativ coolen Computerladen um die Ecke, nur momentan ist ja halt zu. Das kannst du auch bestellen. Ja, aber ich guck mir sowas lieber an. Gibt's bei euch kein Click and Meet? Was? Bei uns gibt's hier, glaube ich, irgendwie Läden, wo du Click and Meet machen kannst. Kannst halt einen Termin anmachen und dann anmelden und dann kannst du hingehen. Ah, okay. Müsste ich mal nachfragen, ob das geht. Habe ich jetzt noch nicht in Anspruch genommen, aber ist auf jeden Fall eine okaye Alternative. Und weiter rechts, Alter, wie es aussieht gerade, das sieht abgefahren gerade aus. Also ich schätze mal, der Berg da vor uns ist schon der Wurf, den wir müssen. Cool, dass gerade auch mal Mond und so aussieht. Wie es da zwischen den Wolken rausbricht, sieht cool aus. Aber der Mond bewegt sich jetzt ein bisschen schnell, aber... ja. Erleben dachte ich noch, oh cool, wie cool er aussieht, auf einmal war er schon hinterm Ast. Das finde ich halt cool, dass der auch hinter den Ästen verschwindet. Mhm. Mann, ey, dieser Gegenwind, den brauchen wir jetzt nicht gerade. Ja gut, das ist ja kein Problem mehr, wenn wir den Boss angelegt haben. Ja. Außer, dass wir dann erstmal nach Hause wieder müssen. Also theoretisch können wir auch irgendwo hier mal langsam anlanden und zumindest mal ein Portal setzen. Warum sind wir eigentlich immer noch in den Ebenen? Links und rechts von uns ist Sumpf. Ja, gute Frage. Vor allen Dingen, wir sind auch nicht im Ozean, nein, wir sind in der Ebene. Markier mir mal den Spot, wo der Drache ist. Ja, dann ist es der Berg direkt voraus. Dann lande ich da jetzt an der schönen Stelle. Was für ein Berg? Ich sehe überhaupt nichts. Echt? Den siehst du noch nicht? Ach doch, da hinten so ganz hinten leicht. Bei den Wolken, an den Wolken erkennst du es. Ja. Ja gut, dann genau, landen wir da mal irgendwo anbauen, da irgendwie eine kleine... Putze. Schneiden das Portal rein. Ist halt immer noch eben, ich raff's nicht. Aber so weit sind wir jetzt gefahren und es kam keine Seeschlange. Ja, gut, es war auch die meiste Zeit Tag. Ja. Und jetzt kann keine spawnen, weil wir nicht im Ozean sind. Ein Euro, wenn du jetzt ins Wasser springst und zum Land schwimmst. Noch 5 draus. Guck mal, hier kannst du doch ganz gut. Da links können wir was bauen. Hier direkt links? Ja. Lol, das ist wirklich Ebene. Was ist das hier? Ja, das ganz kleine Stückchen hier. Lol. Quasi der Strand. Lol, uns folgt ein Aal. Ein Beach. Okay, jetzt hat er abgedreht. Ne, der ist immer noch hinter uns. Ja, vielleicht soll ich nicht in unser Boot schießen. Ja gut, dann machen wir mal hier an Land. Schubst der einfach raus. Ich hätte als. Ja, du kannst ja noch ein Stück weiterfahren. Ich guck schon mal, wo ich was bauen kann. Ja, da vorne, direkt vor uns. Da hört der Sumpf auf. Ah, Tatsache. Wir gehen jetzt in den Schwarzwald.
Hallo Freunde, wir sind hier. Dein Ernst, Kollege? Dein Ernst? Aber diese Ruckler, wenn die Welt speichert, das verwirrt mich immer total. Ja. Das Spiel stürzt ab. Auf Skelette, kommt aus dem Wasser raus, wenn ihr mitspielen wollt. So, dann gehen wir mal da hoch, ne? I don't care. Ich glaube, mein Inventar ist jetzt schon voll. Fängt gut an. Erst machen wir mal ein Portal hier hin. Bau da mal eine Hütte oder so. Oder einfach Palisaden oder sowas. Ach, ich kann ja meinen Speer jetzt mal testen. Alter, nix, es hilft bestimmt. So, Portal. Achso, das Portal sollte da auch rein, ne? Ja. Alter, bei mir ruckelt das gerade. Hat es gerade bei dir gespeichert, oder? Nee. Dann setz das Portal mal da hinten rein. Wo, hier? Mhm. Entschuldigung, hallo? Mit euch wow, verkehrt. Ich hab schon kein Holz mehr. Hier liegen genug Leichen von den Viechern rum. Alter, hier kommen gerade alle Biome zusammen, oder? Hier ist Grasland. Oh mein Gott! Was denn? Da ist gerade ein Wildschwein in den Sumpf reingelatscht, da kam ein Egel und hat's gefressen. Was ist denn hier passiert? Wer kämpft denn hier schon wieder gegeneinander? Alter! Hört mal auf, mein Portal hier anzugreifen. Was ist euer Problem? Ey! Das ist ja frech. Hast du Freunde gefunden, ja? Ey, die greifen das Portal an, die Penner. Ja, das Portal ist ja auch eine der wenigen Sachen, die sie direkt angreifen. Das ist ein Spawner? Guck mal! Ich bin auch ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Das ist da so eine Burg, aber. Naja. Spawner ist hier keiner. Oder? Nö. Ich hab hier mal zwei Betten hin. Oder soll ich lieber keine Betten bauen? Nö, würde ich nicht machen. Ich muss das Portal noch connecten.
Bauen wir mal eine Palisade noch ein bisschen. Ja, schon kein Holz mehr. Ja. Ich hab halt irgendwie dauernd gefühlt keine Ausdauer. Gut, wir waren noch die ganze Zeit nass. Stimmt. Gut, die Bäume werden dir nicht viel bringen. Du musst die Bäume da drüben abhacken. Welche meinst du? Die ganz normalen, die aus der aus dem Grasland. Boah. Aus Versehen einen Ausdauertrank genommen. Scheiße. So. Schaffst du das da drum rumzubauen? Ne, hier, das geht's mir gerade aus. Holst du den Rest oder soll ich auch noch was abbauen? Ich hoffe, das langt jetzt. Ah, da drüben liegt noch was. Alter, diese Grauzwerge. Verstehe das einer. Ich baue hier noch ein Tor rein, oder hast du schon? Habe ich hier hinten gebaut. Ah, okay. Nein, es fehlt genau eins. Gut, dann gehen wir kurz zurück, legen uns hin oder beziehungsweise gehen kurz in unsere Buden rein. Ja gut, dann kann ich die Betten ja hier abbauen. Ja, ja, wie gesagt, hatte ich ja eh gemeint, brauchst du nicht. Und dann gehen wir einen Berg hoch. Ja. Wo der Hubbel ist. Ich bin nur an dem Ding hängen geblieben. An der mittleren, das steht ja jetzt auch nicht optimal. Ja gut, schlafen können wir jetzt glaube ich nicht. Nö, aber ins Bett legen. Ne, geht gar nicht. Setze ich mich halt auf den Boden. Aber du kannst dich auf deinen Stuhl setzen. Und nach 30 Sekunden oder so kriegst du den Ausgrut-Button auch, Buff auch. Okay. Mit einem Schwert in der Hand und einem Schild. Okay, das ist... Ja. So. Ausgrut. Nochmal schnell reparieren, die ganze Grütze. Das ist interessant, weil mein Buff länger hält, brauchst auch länger, bis ich ihn bekomme. Oh ja, gute Idee. Ist doch nur fair. So, alles schon mal, was ich gerade irgendwie aufgesammelt habe. Schon mal hier in die Truhe kloppen. Ach, stimmt. Verdammt, ich bin voll. Wie voll? Na voll. Ja, was hast du denn da liegen alles? Pfeile für dich. Was hast du denn alles mitgenommen? Naja, ich habe von den Grauzwergen gerade alles aufgesammelt. So. So. Dann können wir weitermachen. Licht ist erfüllt, jetzt kommt die Kür. Boah, das habe ich immer gehasst, ey. Ich habe ja mal Rollkunstlauf gemacht als Kind. Oder, echt? Bis ich 12 war oder 13, glaube ich. Bis du von dir aus sagen konntest, ich will nicht mehr. Ja. Nein, tatsächlich wollte ich das als Kind wohl selber machen, weil meine große Schwester das gemacht hat. Und früher war ja alles cool, was die große Schwester gemacht hat.
Und da gab es auch immer Pflicht und Kühe. Bei Pflicht musst du auf so Kreisen quasi umfahren. Okay. Ja, halt perfekt auf einem Fuß und dann zwischendurch wechseln und rückwärts und so ein Scheiß. Und das habe ich gehasst. Da war ich auch nie gut drin, aber in der Kür war ich immer gut drin. Das dann halt mit Sprüngen und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Aber da war ich auch Hessenmeister. Die Auf Eier. der. Ja. Und ich habe vor allem das Gefühl, wir müssen auf die andere Insel, ne? Meinst du? Das ist da drüben, ne? Wie sind wir denn auf die Idee gekommen, dass das hier hin muss? Naja, ist egal. Nee, ist nicht egal. Ist überhaupt nicht egal. Naja, es sah, als wir vom Sumpf ausgekommen sind, so aus, als wäre das hier, weil der Berg sich gegen den Horizont abgezeichnet hat. Boom, 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 boom. Scheiße, ich habe die Amtswerkstation abgerissen. Oh, du bist so. In meiner Rampage. Also, wenn es um Bosse geht, sind wir echte Profis. Ja. Gut, aber jetzt haben wir wenigstens das ganze Holz, um drüben eine Basis aufzubauen. So. Wahrscheinlich werden wir gleich eine Landbrücke darüber sehen. Und dann hätten wir es doch hier stehen lassen können. So, bitte einmal zurücksetzen. Du hättest das Boot reparieren können noch. Wahrscheinlich kommt jetzt eine Seeschlange und versenkt uns oder so ein Scheiß. Nee, aber ein Leech. Ich kann ja nicht beschießen von da aus. Gott, wir haben ja immer noch. Das macht für mich halt null Sinn, dass der im Salzwasser leben kann. Na gut, Da du kommt noch weißt ja. einer. Ich treffe die nicht, die sind unter Wasser. Okay, sie treffen uns auch nicht, aber. Nee, aber sie schieben uns blöd gegen den Boden da vorne. Kann die nicht treffen. Verbannt. Lass es bitte. Ich habe voll erwischt. Das ist komisch. Wir haben Wasser, Musik, Ozean, Musik, sind aber im dunklen Wald. Ja. So, dann machen wir das da drüben aber ganz. Wir brauchen gerade nicht mal eine Hütte, einfach Palisade, Portal und Ja. fertig. Ich weiß nicht, warum du da eine Hütte Weil hinbaust. ich dachte, wir bauen Betten. Weil das macht doch gar keinen Sinn. Naja, falls wir sterben, können wir direkt wieder hin. Falls wir sterben, gehen wir durchs Portal und sind auch wieder direkt da, also. Ja. Oh Gott, der Aufstieg wird ein Krampf. Nö, den finde ich easy. Ich würde sagen, wir gehen da hoch, wo ich jetzt mit der Spitze drauf gucke. Nur der Kampf wird halt vielleicht ein bisschen unangenehm. Die Spitze sieht halt nicht groß aus. Naja. Na gut, also ist ja nicht oben auf der Spitze, es ist ja eher so in die Richtung, ne? Lol, echt. Gut, vielleicht geht es da hinten noch viel weiter hoch. Wobei. Glaube ich nicht, es sieht aus, als wäre es Weißt du, was hinterm ich gerade Berg. vermute? Dass es auf dem kleinen Plateau da ist, zum ersten. Also, Ja, markier es nochmal. kommt schon hin. Ja, also die Richtung stimmt grob. Oh, das wäre nicht so gut, aber gut. Wie die Trauger uns schon angucken. Komm her, hä? Voll vorbei.
Ah, guck mal, hier kann man doch schön was hinbauen. Bäh, mach den Slime da weg. Einer der Leeches aus dem anderen Biom ist uns bis hierher hinterher. Schön. Oh, was willst du denn jetzt? Au. Können jetzt so viele Gegner auf einmal hier? Was soll das? Nicht vergessen. Bau da mal eine Tür hin jetzt. Ah, gut. Boah, das ist vielleicht ein Scheiß jetzt. Ja, fast doch. Nicht schön, aber selten. Ist das Ding schon aktiviert? Ja. Ja? Ja. Ah, okay. Holst du jetzt eine Packung Gift ab? Warte mal. Ich packe hier noch ein Feuer rein. Ja, oder Fackeln. Irgendwas, was halt die kleinen Viecher, zumindest die Graulinge, fernhält. Ich habe kein Feuer mehr. Mehr kann ich nicht machen. Holz habe ich ohne Ende, aber. Ich habe auch noch 2 Stacks im Inventar. So. Essen ist aufgepumpt. Dann gehen wir mal. Was ist denn das mit dem Biom hier? Direkt hier unterhalb von mir ist Ebene, da fliegt sogar schon wieder ein Deskito rum. Ist ein bisschen kaputt. So. Böser Wolf, aus. Radkäppchen und der böse Golf. Ja. Mhm. Oh, jetzt haben wir die Eier vergessen. Scheiße. Alter. Das Problem ist, wir kriegen nur eins hier hochgetragen. Ja, einer muss zweimal laufen. Also wir können es versuchen mit zwei. Man kann die ja so ein bisschen werfen die ganze Zeit, aber das wird schwierig. Die rutschen, glaube ich, den Berg runter. Ja. Ja, Karren bauen und den Berg hochziehen. Das irritiert mich halt sowieso, weißt du? Du hast einen Karren, da kriegst du die 3 Eier unter und kannst die locker über den Hügel ziehen, weil wenn du sie selber tragen musst. Also auf der Ebene verstehe ich es, wenn das Gewicht auf dem Karren sitzt. Was brauchen wir für den? Bronzenägel haben wir halt nicht dabei. Könnte ich schnell holen. Glaubst du, das kriegen wir da hochgezogen? Ja, oder? Boah, schwierig. Also das ist kein guter Weg da oben. Ja gut, probieren tun wir es. Jetzt müsste man nur wissen, wo Bronzenägel sind. Ich fange schon mal an, eins hochzutragen. Ja, besser ist das. Ach, warum muss es denn überall und immer regnen?
Ja, ich hoffe, dass es nicht beim Kampf regnet. Können ja warten und beschwören, bis es gut Wetter wird. Scheiße, hier sind so wenig Bronzenägel. Na gut, ich glaube, ich habe bei mir in den Truhen noch welche. Ja, hier ist auch noch genug Bronze. Oh wow. Oh ja. Wow, ich erfriere. Wieso? Weil ich nass bin. Oh, schön. Oh, das ist so eine dumme Kombo. So, 20 lang, oder? Ja. Sehr gut. Es ist, ich finde das immer so surreal, wenn man quasi irgendwie gerade 1000 Kilometer gedingst ist. Und dann schnell reist. Schiff gefahren oder sonst irgendwo hingelatscht ist und dann mit dem Portal, boom, fertig. Aber durch die halbe Welt. Stargate. Quasi. Ich freue mich schon. Also wir ziehen das jetzt noch durch den Kampf auf jeden Fall. Vielleicht werde ich zwischendurch was, also was schneiden. Aber ich werde natürlich das Thumbnail dann für einen Kampf machen und sowas. Und dann fragen sich die Leute, ja, wann kommt der denn endlich? So, wir sind doch jetzt locker schon bei einer Stunde, oder? Nee, 47 Minuten. So. Also ein Ei trägst du gerade schon hoch, oder was? Ja. Na, mal gucken, ob das klappt. Was wollt denn ihr jetzt? Ach, immer diese Giftscheiße. So auf den Sack. Ey, hier oben ist eine Blockhütte. Lass ja schon mal Essen machen. Das Boot ist auch schon gut zugemüllt. So. Gucken wir mal, ob wir das Ding, ob sie hochgezogen bekommen. Ich bezweifle es irgendwie. Cool wär's aber. So, wo muss ich hin? Einfach da. Hier zu mir. Boah, ich glaube, ich gehe einen kleinen Umweg. Holy! Was denn? Ach, hier oben sind überall Drachen. Au, au, au. Okay, also es ist wirklich schwierig gerade mit dem Zeug zu laufen. Oh lol. Du kannst auch nur eins nehmen. Hier oben ist noch ein Drachenei. Okay, das macht's einfacher. Na ja, gut, dann laufe ich so damit hoch. Dann lasse ich das Ei da liegen. Können wir dann später wieder einsammeln. Komme ich da nicht hoch, weil ich keine Ausdauer mehr habe? Das ist doch zum Heulen. Wie wäre das, wenn es kalt ist und man ist nass und erfriert man, oder was? Mhm. Du erfrierst. Scheiße. Oh Mann, ey, dann stelle ich mich halt unten nochmal ins Feuer. Das ist ja echt zum Kotzen. Es klappt ja immer wieder alles. Wenn es jetzt hier gleich anfängt zu regnen, weil wir im Sumpf sind. Boah, der Schrein sieht halt schon geil aus. Ja. Hier alles verraten. Oh nein, ich komme da nicht hoch. Nein, den muss ich anlassen, den muss ich anlassen. Ich ziehe gerade wieder alles aus, außer den Umhang. Ja, den solltest du anbehalten. Lol, hier auf dem Berg verteilt sind zu viele Eier, sehe ich von hier oben. Ah, Mann.
Wir haben jetzt echt damit abgemüht, den Scheiß mitzunehmen. Eier, wir brauchen Eier. Nee, oh, Scheiße. Ha? Oh, Gott sei Dank, das Death Kito hat sich für mich nicht mehr interessiert, wie praktisch. Alter, warum fliegen denn hier jetzt so viele Death Kitos rum? Kackviecher, ich hasse sie. Ich frage mich halt echt, warum sind die so stark designt worden? Das ist wahrscheinlich eine Anlehnung an diese völlig überstarken, lächerlich Kreaturen, sage ich mal, aus den alten Pen and Paper Spielen. Hm. Gab's ja in denen auch. Oder an die Wildschweine aus Diablo, ähnlich Diablo aus Gothic. Das nervt einfach. Hm, wo bist du hochgelaufen? Bist du hier wirklich so hochgekraxelt hier überall? Ja, bist du. Also ich bin halt hochgesprungen, hab gewartet, bis der Ausdauerbalken voll ist und dann bin ich... Wird angegriffen. Bin ich dann einfach so eine Etappe hoch. Da sind immer wieder kleine Absätze, wo Schnee drauf ist, da bleibst du stehen. Nein, 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 nein. Ich sag's dir aber gleich, ne? Das Gebiet ist für den Kampf hier echt blöd. Na gut, das werden wir schon irgendwie schaukeln, aber anders geht's ja nicht. Kann man mal zeigen, was wir drauf haben. Ah, jetzt sind hier auch noch Wölfe, ey. Sind hier auch noch ein Haufen Wölfe. Ey, lass mich in Ruhe. Wie kann ich Wölfe am besten killen mit was von der Waffe? Alter! Macht die viel Schaden. Ist gerade gestorben. Ey. Ich guck dir gerade zu, du stehst gerade neben dem Drachenei. Soll ich denn runterkommen? Ich sterbe gleich, ja. Das wäre halt schlecht. Ja, ne? Bist du tot? Ja. War halt nicht so clever, dass du einfach hochgerannt bist. Aber dieselbe Situation wie vor ein paar Tagen. Du hast aber auch einen anderen Weg genommen als ich. Also ich bin echt die Steilwand hoch. Also mit mir waren keine Gegner. Problem ist, mein Umhang ist natürlich jetzt da. Warte mal, das kann man aber lösen. Kalte Tränke haben wir noch. Da waren noch Wölfe? Ja. Fragezeichen? Ja, da sind noch welche. So. Kältetrank reingeballert. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder von Death Kitos oder so getötet. Seht deine Leiche interessanterweise gar nicht. Wie meinst du das? Also wo du gestorben bist, sehe ich nicht. Also auf der Map. Normalerweise siehst du es ja. Ja, die eigene Leiche sieht man. Nicht die andere. So, dann gucken wir mal, dass wir da schnell hochkommen. Jo! Natürlich ist er jetzt auch noch Fenrir. Bei meiner Leiche. Ich weiß nicht, wo deine Leiche ist. Come on, ey. Ich brauche einfach nur ein bisschen Ausdauer. Ja, jetzt... kein Wunder, dass ich... mich gerade gewundert... Warum höre ich den Goblins? Da, wo ich gestorben bin, unten drunter sind auch noch Goblins. Alter, ich muss jetzt meine Fähigkeit anmachen. Sonst gehe ich hier gleich wieder drauf.
Ey, ich markier mir mal auf der Map, wo du draufgegangen bist, dann secure ich mal den Ort. Okay. Boah, bitte hört einfach auf, mich zu nerven, Grauzwerge. Bitte, bitte, hört auf. Frostschutz hast du aber, oder? Ja, aber ich... Komm bitte einfach und hau die weg. Ich kann hier nichts machen. So. Okay. Ich verstehe gerade nicht, welchen Weg du gegangen bist. Wie, welchen Weg ich gegangen bin? Ja, den du jetzt gerade auch gehst. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Okay, jetzt rennen sie weg. So. Also pass auf, direkt über dir ist ein Fenrir. Wölfe sind ja das Problem. Die sind ja immer noch nicht tot. Schon wieder einer. Nee, der war angehittet, also. Also ich habe zwei weggemacht, die hier rumstanden. Ja, das waren ja fünf oder vier. Okay, dann muss da noch einer sein. Ja, gut, das ist jetzt Fenrir, aber der kocht ja, wie gesagt, auch nur mit heißem Wasser. Lappen. Nix können. Ist er schon weg? Ja. Der ist ja nicht gut. Die Wölfe sind viel schlimmer. Jetzt sind wir hier schon wieder. Ey, wo bist du denn jetzt schon wieder hingerannt? Ich komme mit dem Berg nicht so schnell hoch wie du. Ich habe keine Ausdauer. Ja, dann bleib doch einfach wirklich mal im Moment stehen. Da. Ey, wie viele Wölfe gibt's denn hier noch? So, wo ist jetzt der Altar? Da oben drauf. Oh! Mitnehmen. So, und wo sind jetzt Eier? Ich habe jetzt immer noch eins im Inventar. Ich habe zwei da oben abgelegt. Gut. Ich hab grad überhaupt keinen Bock zu kämpfen. Das hat mich gerade sau genervt, diese blöden Kackwölfe. Die sind aber auch unfair. Also ich kämpfe lieber gegen einen Troll oder einen von den Goblins als gegen zwei Wölfe. Was ist das denn? Da liegen die Eier normalerweise drin. Oh. Wenigstens wird es jetzt Tag. So, also hier in dem Gebiet habe ich jetzt schon aufgeräumt. Hier waren überall Skelette. Warum waren denn hier jetzt auch noch Skelette, ey? Warum steht da eine Werkbank? Weil ich hier eine Truhe hingesetzt habe für die Eier. Achso. Ich habe gedacht, das wäre hier eine altehrwürdige Werkbank. Nee. Runenstein lesen. Opfere ihre Brut. Ich bin halt gerade hart im Überlegen, wie wir das machen. Ich würde fast sagen, also wir ziehen sie vom Berg runter zu der Ruine. Dass wir um die Steine rum sie kiten. Ja. Ach, dann kommt ein Drache. Soll er doch. Flieg halt weiter und brech nicht deinen Flug einfach ab. Achtung, ich schmeiß drauf. Du musst die da hinten in die Kuhlen legen. Ach so. Und wenn der dritte liegt, musst du auf dem Opferaltar sie quasi platt hacken. Ah, okay.
Das kann ja heiler werden. Da oben. Im Baum. Hallo Modder. Pass auf, die schießt Eiskristalle, die bleiben im Boden stecken und explodieren nach einer gewissen Zeit. Okay. Ja, das sieht ja witzig aus. Verdammt, ich bin eingefroren. Warum hab ich denn jetzt schon wieder die Aggro? Das schwächste Glied und so. Ah, das ist jetzt gar nicht gut. Leben habe ich noch. Ach du Scheiße, ich bin ja fast tot. Wie viel Leben hatten die noch? Ich sehe es wieder nicht. Hat vielleicht ein Zehntel verloren? Ach Gott. Gut, dann nehme ich mal die Obsidian-Pfeile lieber. Wo bist du denn? Unten bei der Ruine. Was für eine Ruine? Ach, hier. Ich sehe schon die super Koordination. Weißt du, ich hack jetzt die Tanne um und schmeiß sie auf den Kopf. Jetzt sehe ich tatsächlich auch den Lebensbalken. Guck mal über uns. Ja gut, das ist wahrscheinlich vom Baum. Also ich habe nicht mehr viele Pfeile. Ja gut, also wenn die landet, müssen wir ran, ne? Ich hätte es lieber nicht gesagt. Pass auf, die hat einen Swipe-Attack. Ja, der ist aber nicht so gut. Ah, ich bin stuck. Ich bin stuck. Krass, das hat irgendwie nicht sehr viel gebracht. Alter! Der Swipe-Attack hat einen ganz schön großen AOE. Ich würde dir ja gerne mal... Ich vergifte dir jetzt. Halt nicht so das Gefühl, dass die Nahkampfangriffe so viel machen bei ihr. Nee, leider nicht. Nur noch Frostpfeile, die bringen gegen dir natürlich jetzt wenig. Nicht so richtig, nee. LOL! Die hat unsere Werkbank wegpulverisiert. Mochte sie wohl nicht. Okay, das muss, da muss man vorsichtig sein, wenn man die blockt, schleudert die einen zurück. Ja. Nicht, dass man hier einen Abgang nach unten komplett macht. Ich glaube, das Schwert ist besser. Ja, das Schwert macht deutlich mehr Schaden. Ja, so ist die easy. Oh oh. Achso, sie fliegt wieder. 14 Pfeile habe ich noch. 68, ich kann dir welche geben noch gleich. Gerne. Ach komm hier. Weil du ja so ein Schisser bist. Ich bin ein sehr guter Damage-Dealer, ja?
Das ist noch viel zerstörerischer als der Angriff vom Elder. Boah, gerade hat's mega geleckt, weil's. Ich hab einen Schlag abbekommen und es wird gespeichert. Schön. Achte auch drauf, dass du genug isst, ne? Ja, ich kann die ganze Zeit nicht essen. Ich habe immer noch kein Loxfleisch-Intus gerade. Ich würde das aber langsam gerne immer essen können. Oh. Au. Nimm mal einen Heal. So, das war der letzte Heiltrank. Ich schätze mal, Half-Life haben wir jetzt. Ja. Das sehe ich. Ah, okay. Half-Life 1 oder 2? Oh Gott, ich habe zwei von den Eissplittern abgekriegt. Muss ich orientieren. Komm her, komm zu mir. Alter, es leckt gerade so ein bisschen. Bin auch noch nicht so ganz sicher, woran es liegt. Ich könnte gerade kontinuierlich Ausdauertränke saufen. Du darfst nicht so viel rennen, also ich renne nicht mehr. Ich laufe nur noch normal. Ich schieße halt die ganze Zeit, das frisst halt Ausdauer, wie blöd. Ja, das stimmt. So, weniger als die Hälfte hat sie noch. Komm her, hä? Dürfte gleich wieder der Angriff mit dem Atem kommen. Oh, ich komme hier nicht weg, ich bin stuck. Verdammte Scheiße. Alter, war das knapp. Ja, musst du aufpassen, die cornert dich gerne gegen irgendwelche Ecken. Achtung! Hast du noch Lebensdrang? Nee. Achtung von hinten. Alter. Was? Ja, kleiner Drache, ich tapp hier komischerweise dauernd aus dem Spiel raus. Was soll denn die Scheiße hier jetzt? Hier liegt ein Lebensdrang. Was ist denn mit meinem Spiel los? Warum tapp ich denn gerade dauernd raus? Das ist ja zum Kotzen. Wo auch immer dieser Lebensdrang jetzt liegt. Den Berg, kurz vor den Eisbären. Was ist denn mit dem Spiel gerade? Ich tabbe gerade kontinuierlich raus, meine Maus. Hast du eine Taste festgetackert? Nee. Warte mal kurz, ich muss mal schnell die Einstellung. Das ist Vollbild, das ist kein Fenstermodus. Warum zum Teufel? Du schießt doch die ganze Zeit bei Duell. So, jetzt schieße ich wieder gewollt, aber mein Cursor ist die ganze Zeit da. Modder hat das Spiel kaputt gemacht. Nein, ich weiß, was es war. STRG und F1 macht den Cursor. Oh, wow. Und ich habe mich vorhin verdrückt, als ich nochmal ohne HUD einfach ein bisschen spielen wollte. So, ein Viertel hat's dann noch. Ich habe noch 9 Pfeile. Na, die ist schon nervig. Also schwer ist die nicht, aber die ist nervig, vor allem hier auf dem Kampfplatz. So, Madame. Was angenehm ist, dass sie da oben halt bleibt. Ich frage mich halt, warum? Finde ich nicht so toll, ehrlich gesagt. Ich würde es mir eher wünschen, dass sie runterkommt. Weil, wenn ich mich da jetzt wieder reinstelle, drückt sie mich wieder gegen die Wand. Ich hab keine Pfeile mehr. Komm, greif an.
Einfach immer schön rollen. Zwischendurch mal. Ja. Ich hab das immer noch nicht genau raus. Rechte Maustaste, Leertaste und eine Richtung. Ja, ja, schon, aber mit dem richtigen Timing. Naja, das war jetzt zum Beispiel auch kein richtiges Timing bei mir. Ja gut, ich habe wie gesagt keine Pfeile mehr. Du hast auch keine Arrow mehr. Ich habe auch keine Arrow mehr. Ja, okay, dann gucken wir jetzt zu, wie majestätisch sie da über den Himmel gleitet und warten. Au. Die tun weh, wenn du mehr als zwei abkriegst. Mhm. Landest du jetzt bei mir? Das gefällt mir. Alter! Fliegst du direkt... Alter, die stalkt mich direkt über mir. Jetzt ist sie da hinten gelandet. LOL. Ich lauf da jetzt nicht rüber. Kannst du mal schön knicken. Das über uns sind doch die Äste. Das sieht eher aus wie eine Struktur. Sieht halt aus wie eine fliegende Insel oder so. Ja, wer weiß, was noch kommt. Hey, du kannst doch deinen Speer werfen. Das ist sicher eine super. Hey, du kannst mit der Harpune. Ach, stimmt, die könnten wir mal benutzen. Guck, guck. Line broke. Ja, das war zu weit. Spring da nicht hoch. Also, wenn die dich da haut, bist du, glaube ich, weg. Line broke. Okay, wir können Bosse vielleicht generell nicht mehr. Wow. Das sieht aus, als würdest du so Faschingsluftschlangen verschießen. Mm, schon. Achtung. Ich glaube schon, dass ich sie schon getroffen habe, aber. Ja, yeah, hast. Wo landet die denn Line jetzt? Line broke. Es geht nix. Ja, gut, dann gehe ich halt da hoch, ey. Meine Güte. Und jetzt kommt. Ah, jetzt kommt so ein kleiner Kack. Wir haben halt jetzt echt keine Möglichkeit zu bekämpfen. Oh, hier ist schwierig zu kämpfen gerade. Sichi. Hier oben. Dein Ernst. Okay. Kämpfen wir hier oben. Komm mal mit runter, bitte. Finde ich übrigens lustig, das komplette Gebirge besteht aus Obsidian. Alter. Mini-Drache. Geh mir nicht auf den Sack. LOL! Ich habe das Schwert noch drin. Ich will doch eigentlich mit meinem Speer werfen. Hast du noch Holz im Inventar? Dann mache ich Holzpfeile schnell. Ja. Achtung, kommt! Komm jetzt Land. Bitte. Bitte. So, ich habe mir 40 Pfeile gemacht. Ist das kleine Viech noch da? Ja, hinter mir. Der Kleine ist weg. Komm doch einfach bitte hier rüber zum Kämpfen. Alter. Ich weiß gar nicht, warum ich Obsidianpfeile benutze. Ich mache mit den Holzpfeilen auch 40 Damage. Okay. Ja gut, macht schon irgendwie Sinn. Die ist hier, wir sind hier quasi im Obsidiangebirge. Ja, brüllen kannst du, solange du nicht angreifst, kannst du machen, was du willst. Muss einfach nur unter ihr bleiben. Ach, die hat denselben Fehler wie wir. Achtung, Achtung! Scheiße, mein Speer liegt da übrigens irgendwo noch. Ach, da ist er ja. Wo sind jetzt hin? Hinter dir. Hä? Wo? Ach, da. Hui!
Ach, guck mal, wenn ich sehr nah dran stehe, erwischt sie mich auch nicht. Lol, man kann einfach unter den Flügeln durchlaufen. Hm. Wie dumm. Ah, ah, das, okay, das hat mich erwischt, ja. So, komm, komm, Zergen! Down. Oh Gott. Was ein nerviger Boss. Ich hab den Kopf. Und die Drachenträne. Wie viele Tränen hast du? 6. Was kann man damit bauen? Handwerkstisch. Okay. Gib mir mal den Kopf kurz. Boah, war das ein nerviges... Hast du noch was anderes bekommen? Nee. Ich sag's nur ungern, aber ich möchte sie nochmal legen. Wieso? Weil ich den Kopf als Deko haben will. Achso. Ganz ehrlich, also auf einem anderen Terrain könnte man die locker alleine fertig machen. Du hast den Kopf wieder eingesammelt, oder? Ja. Gott, jetzt aber nichts hier weg, ich hab keinen Bock mehr. Boah, das war nervig, also die mag ich nicht sehr gerne. Nee. Also wie gesagt, mit einer anderen... Wenn du eine große ebene Fläche hättest, wäre die super easy. Ja. Nehmen wir ein bisschen Obsidian mit. Stimmt, wobei ich habe kein Obsidian, ich habe keine Spitzhacke dabei. Ich habe 11 Obsidian, naja. Gibt's eigentlich eine Obsidian-Spitzhacke? Nee, das... Nee, Eisen ist momentan die stärkste. Weiß gar nicht. Was ist härter, Silber oder Eisen? Wie meinst du das jetzt hier im Spiel? Nein, nein, generell. Ja, Eisen natürlich. Also Stahl klar, aber Eisen? Eisen ist ja relativ weich. Ach so, also, stimmt. Hm. Nee, aber glaube ich trotzdem. Also härten tun die es ja trotzdem. Ja, auch wenn es jetzt kein Stahl ist, aber... Mhm. Oh fuck, hier sind schon wieder Wölfe. Oh. Ja, mach du das mal. Kannst mal gucken, wie du alleine... Das sind zwei Sterne, Wolf! Kannst mal gucken, wie du alleine klarkommst. Nee, einfach einen Berg runter. Schnell genug. Wo bist du denn? Ach, da oben rennst du. Kommen die dir noch nach? Nee. Nee, der steht da oben und guckt mich an. Boah, jetzt bin ich aber auch müde, ey. Ja. Wir nehmen heute zu einer sehr ausgewöhnlichen Zeit auf, liebe Freunde. Wir haben jetzt... Ja, wir haben jetzt ja, 10:30 schon, Alter. 10:30, ja. Ich wollte heute eigentlich früh ins Bett. Boah, ne? Kann sich immer Vorsätze nehmen. Scheiße, wo habe ich denn, wo ist denn unsere Hütte, ey? Ich hab's nicht markiert. Da. Da, wo es brennt. Muss ich erstmal kurz auch noch ein Bildchen hin, Bildchen, Symbol hinpappen. Ich meine, von hier in die Ebene da drüben und die Sachen farmen wäre sicher auch ein guter Spot. Ja. Vielleicht ist da auch noch näher ein Dorf vielleicht, man weiß es nicht. Auch nicht. Aber geh mal. Oh, oh Gott, ey. Geh mal noch zum. Erst zum alten Dorf, dann können wir den Kopf noch schnell aufhängen. Jo. Und dann Gorma ins Bett und einen in Real Life ins Bett. Ja. Boah, ich glaube, ich würde auf jeden Fall was rausschneiden. Stunde 20 sind wir jetzt. Ja gut, du kannst die Schiffsfahrt ja ein bisschen cutten. Ja. Oh, Junge, geh mir nicht aus dem Sack. Weiß nicht, geht das so einfach, Zeitraffer zu machen, mitten in einem Video? Ja, das ist kein Problem. Ja, nie mit beschäftigt, ehrlich gesagt.
Es kommt wahrscheinlich ein bisschen aufs Programm an, aber ich benutze ja Sony Vegas. Da kannst du eine Hüllkurve einstellen. Da musst du dann im Prinzip nur einen Balken groß machen. Und dann gutes. Ach, gute. Kann ich dir ins Gesicht schießen? Hast du ein Glück, dass ich keinen. Ne, okay, es bringt nichts. Das ist für den Drachen. Ich hab ja keine Pfeile mehr. Ich hätte ihn versuchen können, mit der Harpune zu kiten. Ist denn gerade kein Ausdauertrank? Anscheinend, ja. Ich wollte falscher Taste wieder gedrückt. Yeah, upsi. Heute habe ich sehr viele falsche Tasten gedrückt. Mein Bogenskill ist ganz schön hochgestiegen in dem Kampf gerade. Ich bin dreimal aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn beim Bogen? Ja, 17. Ich benutze das halt nicht so oft. Ja, meiner ist fast bei 40. Generell meine Waffenfertigkeiten sind nicht sehr hoch. Speer dürfte das höchste sein, oder? Speer ist 30, ja. Alles andere ist niedriger. Bei den Nahkampfwaffen ist mein höchstes Schwert mit 26. Inuf ist Inuf. Dass die auch immer so penetrant sind, hinterherren müssen. Die Schweine haben gefühlt eine größere Aggro-Range als jeder andere Mob. Ah, nee, so weit ist die gar nicht, die Aggro-Range. Also, die Initiale nicht. Die laufen dann immer halt hinterher. Die folgen dir ewig. Die meisten Mods haben, Mobs haben so einen bestimmten Radius, da gehen sie dann wieder weg. Ja. So. Hängen wir die Mühle dran, ne? Das nehme ich mir jetzt auch als aktive Fähigkeit mit. Guck, die Trophäe sieht halt schon echt schick aus. Ja, die kann man sich gut irgendwo hinhängen. Ja, so übers Bett zum Beispiel. Aber ich behalte Alktier. Du kannst ja die mitnehmen, das ergänzt sich ja ganz gut. Ja. So, ein Boss nur noch. Ja, aber vor dem müssen wir uns mit den Vorlingern auseinandersetzen. Ja. Naja, gut, das muss ja nicht mehr heute sein. War eine lange Folge. Mit vielen Höhen und Tiefen. Vielen Tiefen, vielen, vielen Tiefen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann vielleicht mal wieder eine entspannte Baufolge auf unserem Server. Ja. Macht's gut und bis denn. Tschüssi. Ciao, ciao.